Hallo Freunde, los geht's. Kopfhörer auf, Licht aus, Fresse halten. Wir gehen jetzt in den Bunker. Introduction. Your name is Peter Reed. You fled a thunderstorm and took shelter in an abandoned bunker. As soon as you... Scheiß drauf. Wir sind der Peter Reed, und wir verstecken uns vor einem Donnersturm in einem Bunker, und zwar dem Bunker 16, so heißt das Spiel. Vielen Dank an den Wallist für die Empfehlung. Danke, danke, danke. Super, ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ein kleines Horrorspiel. Ich muss einen Weg aus dem Bunker rausfinden und Batterien halten nicht für immer. Gut. WASD to move, F to enable the headlamp, ETS, und to make the show to read all the notes. Okay, das war die Bunkertür. Ich glaube, das regnet draußen. Dann ist eh besser, wenn wir hier in diesen dunklen Bunker reingehen. Und jetzt? Ah! Das ist die Tür zum Bunker. Ich kann sie nicht rotaten. Okay, aber ich kann mich bewegen, das ist gut. Gott mit uns! Gott mit uns! Okay, das sieht eigentlich ganz gemütlich aus hier. Zumindest ist es trocken, ne? Wir müssen Notes lesen. Kann ich das... So, ah! Ich kann das aufmachen, das ist gut. Okay, was müssen wir denn jetzt hier machen? Wir gehen mal ein bisschen rum. Wieso ist in diesem Bunker Musik? Übrigens, entschuldigt, hier ist eine Note. Entschuldigt, dass ich keine Gesichtskamera dabei habe. Ich schaffe es im Moment nicht, Gesichtskamera-Videos hochzuladen. Es tut mir wirklich leid, aber die Internetanbindung hier ist eine dermaßen Katastrophe und ich möchte euch ja wenigstens jeden Tag ein Video präsentieren und das geht leider nicht, weil ein Facecam-Video dauert 12 Tage zum Upload, wirklich. Das Tagebuch von George Walker. Wir sind ja der Peter, ne? Das ist der George. Er ist auch vom Sturm geflohen in diesen Bunker und als er drin war, hat sich die Tür geschlossen. Jetzt kann er es nicht mehr aufmachen. Dem geht's ihm quasi wie uns. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Den werden wir wahrscheinlich auch finden müssen. Kann ich das Ding hier aufmachen? Nee. Okay. Das sieht... Okay, die Lichtschalter bringen alle gar nichts. Es sieht doch gemütlich aus hier. Ich finde das wunderschön und tuffig. Ah, eine Lüftung gibt's hier. Das ist gut. Open, close, down. Okay, okay, okay. Ein bisschen creepy ist das schon. Kann ich die Schränke? Kann ich aufmachen? Oh. Immer von unten nach oben, wie wir es aus Amnesia kennen. Ah, verdammt. Coins voll. Ach so, er hat eine Telco um 10 Uhr. Das ist scheiße. Er muss hier raus. Wer auch immer die Taschenlampe erfunden hat, ist super. Und Batterien. Ich hoffe, dieser Ort ist nicht zu groß. Ja, dann hoffe ich das einfach mal mit, weil schließlich sind wir ja auch hier. So richtig gefallen tut mir das hier nicht. Ach so, ich kann die Taschenlampe in den Blinkmodus umstellen. Hallo? Okay, jetzt so langsam wird es ein wenig creepy. Batterien sind nicht für immer, halten nicht eine Kaffeetasse. Cool. Zack. Es gibt hier keinen Notausgang und keine Fenster. Es wäre viel zu einfach gewesen. Ich muss weiter nach dem Schlüssel suchen, der das Haupttor öffnet. Wir gehen mal hier lang. Was ist das für ein merkwürdiger Sound? Ich weiß es nicht. Was sind denn das für Bonbonpäckchen da? Okay. So langsam wird es ein bisschen unheimlich, muss ich gestehen. Was gibt's hier? Oh scheiße, der Bunker ist nicht klein. So viel steht mal fest und ich glaube, ich bin hoffnungslos verirrt. Ich habe jetzt 1 oder 2 Stunden gesucht, aber ich habe keinen Schlüssel gefunden. Wenn ich nur einen Schraubenschlüssel hätte, da könnte ich vielleicht die Schrauben... Oh, was ist das? Kitchen, Mess, Office, Bedroom? Moment. Küche sind wir hier. Ach, nur schau. Da können wir mal die Taschenlampe ausschalten. Das ist doch super. Also, ich kann mit der Sicherung hier scheinbar das Licht ein bisschen steuern. Hier drin
gibt's grob gar nichts gut. Zack. Mach doch auf. Achso, ich muss auch die richtige Taste drücken. Da ist nichts drin. Das haben wir gelesen, ne? Ja, da will er den Schraubenschlüssel. Gut, wo könnten wir denn mal... Office Bedroom, Ammunition Dump, Entrance Storage, Hallway. Ich mach mal in die Hallways, ne? Ja, komm. Wo auch immer das ist. Hallo? Das war ich nicht. Das ist wohl dieser Hallway. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, du Scheiße. Okay. Oh, eine Note. Und ein Schrank. Gut, da ist nichts drin. Kann ich das auch aufmachen? Ja. Aber nichts drin. Aber da ist eine Note. I have no watch, but I assume that it is almost midnight. Es müsste Mitternacht sein. Ich habe wohl die Telco verpasst. Ich bin saumüde. Ich habe ein paar Betten gesehen in einem der Räume und ich werde ein Schläfchen halten. Sollten wir das tun, was er tut? Oder sollten wir das lieber sein lassen? Ich weiß es nicht wirklich. Was ist das? Ah, Toiletten in Horrorspielen sind super. Ein Mülleimer. Ole ole, super Mülleimer. Was ist das hier? Noch ein Raum. Ah, hier sind die Betten. Ah, wir sind am Anfang. Cool, wir haben den gesamten Bunker durchsucht. Vielleicht geht er jetzt auf? Nee. Dann machen wir mal ein Nickerchen. Take a nap. Gute Nacht. Okay. Die Frage ist nur, wir müssen doch immer noch hier raus. Oh nein, ich bin ein Schnarcher. Ach, der Pedersch. Was war das? Was ist das? Ich habe Angst ein wenig. War das nur ein Traum? Okay, wir sind. Da liegt eine Note. Wir sind wach. Warum liegt da eine Note? Die habe ich wahrscheinlich gestern übersehen. Als ich wach wurde, habe ich... ich habe Geräusche außerhalb des Raumes gehört. Das ging immer so aus. Vielleicht hat jemand die Haupttür geöffnet. Aber die Tür ist zu und es ist niemand da. Okay. So. Machen wir mal auf. Hallo? Was liegt da? Da liegt eine Note, glaube ich, ne? Ja, es ist natürlich noch zu. Es ist so ein bisschen das Slender-Prinzip, ne? Lies die Namen. Was? Was war das denn? Ich habe gerade festgestellt, dass manche Dinge nicht am gleichen Platz sind wie gestern. Es sieht so aus, als hat sie jemand durchsucht. Ist jetzt jemand hier drin? Knurren? Könnten sie immer noch hier drin sein? Warum sind sie so still? Verstecken sie sich vor mir? Ich bewaffne mich mit einem Stahlrohr. Halte ich persönlich für eine recht gute Idee. Hallo? Ah, hier ist der Gang mit dem Licht. Das ist gut. Ist noch eine Note. Natürlich habe ich keine Antwort bekommen. Also suche ich wieder im Bunker rum. Hier gibt es nicht viele Plätze, sich zu verstecken. Aber ich konnte niemanden finden. Könnten sie den Bunker wieder verlassen haben? Wer auch immer. Open. Open? Tür geht nicht auf. Ne, die Tür geht nicht auf. Hä? Da ist jetzt aber...
Warum kann ich die Tür nicht aufmachen? Ich habe eine Tür gehört gerade. Ihr auch, oder? Okay. Das ist tatsächlich gruselig. Hallo? Ist da irgendjemand da? Ist there anybody there? Da ich niemanden finden konnte, habe ich mich entschieden, am Eingang auf sie zu warten. Mit meinem Stahlrohr. Ich habe kein Stahlrohr. Setze ich mich auf den Boden. Okay, um die Batterie einigermaßen in Schuss zu halten. Die geht auf. Gott mit uns. Okay, die Schränke. Ah, da haben wir die Not. Ich habe etwa 3 Stunden beim Eingang gewartet, aber alles, was ich hören konnte, war der Regen. Während ich wartete, fragte ich mich, was sie hier eigentlich machen. Haben sie was gesucht? Ist hier was von Wert drin? Und ich werde nochmal durch den Bunker gehen. Ja? Hallo? Durch den Bunker gehen ist eine super Idee. Da ist noch eine Note im Klo. Hallo? Die Tür. Hallo? Nicht weinen. Du Scheiße. Okay, hier weint niemand. Hier ist nichts. Hier ist nichts von Wert. Es ist alles leer. Crates and Barrels. Kein Schlüssel. Ich schätze mal, hier ist nichts, auf das ich warten könnte. Achso, es gibt nichts zu tun, als auf sie zu warten. Ich hoffe, es sind keine Kriminellen. Was, wenn sie sich hier nur verstecken? Aber hier weint doch jemand. Ach, das ist wieder der Schlafraum. Vielleicht sind sie jetzt da? Nein? Okay. Die Note hatten wir, glaube ich, schon gelesen. Okay, okay, okay. Wir gehen nochmal ins Schlafkämmerchen. Vielleicht kann ich noch ein Nickerchen halten. Ne, ich bin noch nicht müde. Okay, ich halte kein Nickerchen. Dann werden wir nochmal ein bisschen stöbern gehen. Es gibt bestimmt was Tolles, was wir uns noch anschauen können, wo ich nicht gewesen bin. Hier waren wir drin. Die Tür, vielleicht geht die jetzt auf. Oh, die ist auf. Hallo? A key is required. Okay. Da ist die Note. Ich sitze auf dem Boden in der Nähe des Eingangs. Ich habe die Tür inspiziert, aber ich werde sie nicht ohne einen Schlüssel öffnen können. Die Optionen gehen mir durch den Kopf, aber ich habe nicht allzu viele. Es gibt eigentlich nur 2. Entweder öffnet jemand die Tür für mich, oder ich sterbe hier drin. Ich mag die erste Option deutlich lieber. Ich möchte nicht gerne sterben. Ich sterbe nicht gerne. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem meiner Let's Plays gesagt. Ich sterbe tatsächlich nicht gerne. Da liegt noch was. Hier flackert das Licht. Warum? Ich habe eine halbe Stunde habe ich damit verbracht, mit dem Stahlrohr gegen die Tür zu schlagen. Vielleicht hört mich jemand. Bis jetzt bin ich ruhig geblieben. Ich hoffe, das schaffe ich noch weiter. Ich habe nur noch ein kleines bisschen Wasser und die Wasserhähne. Ein bisschen Wasser und ein bisschen Essen, aber die Wasserhähne funktionieren nicht. Hat jemand meinen Namen geflüstert? Peter. Just a little more Kurkuma. Okay, es ist wirklich sehr bedrückend. Von der Stimmung her ist es extrem bedrückend. Wo bin ich noch nicht gewesen, Leute? Hier? Was ist hier? Ach, hier hinten war die Küche, glaube ich. Wenn man lange genug in die Schatten starrt, spielt dir dein Verstand Tricks. Das ist genau das, was jetzt passiert. Ich sehe Bewegungen im Schatten. Vielleicht sollte ich ein wenig schlafen. Ich werde die Tür offen lassen, falls sie zurückkommen. Selbst wenn es Diebe sind. Es kann nicht schlimmer sein, als hier drin zu sterben. Sterben? Hallo? Okay, was ist das? Da!
Ein Schlüssel. Was? Was, was, was? Ich gehe schon raus. Boah, wie creepy. Der Schlüssel ist bestimmt für die Kiste, die wir gesehen haben. Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut am ganzen Leib. Hallo? Jetzt ist die Frage, wo war denn diese Stahlbox mit dem... mit dem Verschluss. Ah! Ah! Fuck. Hallo? Okay, jetzt ist mir schlecht. Ich hoffe, dass... nicht schreien. Ich habe nichts gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Mir ist schlecht. Oh, war das eklig. Boah, Alter. Hör auf zu schreien. Das ist doch gar nicht so schlimm. Hier war die drin, ne? Ja. Diana ist letzte Nacht in den Bunker zurückgekehrt. Sie sollte nicht hier sein, aber wen interessiert's? Mein Mann liebt sie und so tue ich es auch. Wir boten ihr einen sicheren, warmen Platz zum Schlafen an. Und als Gegenleistung bot sie uns ihren Körper an. Klingt fair für mich. Okay, wir nehmen ein Schläfchen in diesem wunderschönen, netten und friedlichen kleinen Ort hier. Hier ist das Schlafzimmer. Wir wollen die Tür offen lassen, haben wir gesagt. Gute Nacht, Freunde.